的 gringo。Willkommen zurück, liebe Freunde. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Wir waren ja gerade hier drin und hatten diesen Vortrag gehalten und mit Summa Cum Laude abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir kümmern uns gleich mal um... Moment. Timothys Buch. Dieses hier. Das unvergleichliche Buch. Aber wir gehen erstmal hier rein. Hier können wir nämlich jetzt rein. Und das machen wir mal. Oh, jetzt wird's hart. Bam. Bam. Sag mal einer, ich habe nichts gelernt. Und hinein mit uns. Wie bist du hier reingekommen? Durch die Tür? Danke. Dr. Lo Fui hat mich hier eingesperrt. Gern geschehen. Darf ich fragen, warum? Ich sollte hier für ein paar Stunden weggesperrt werden. Naja. Kann ich irgendwie behilflich sein? Was bist du? So eine Art Schutzengel? Woher willst du überhaupt wissen, dass ich die Strafe nicht verdient habe? Warum überlässt du die Entscheidung darüber nicht mir? Na gut. Vor ein paar Wochen habe ich etwas erfunden. Ich kann mit Leuten sprechen, ohne Worte zu verwenden. Hört sich ganz nützlich an. Wie funktioniert es? Hey, wir sind in einer Universität für Zauberer. Bringt dich das auf eine Idee? Ich war dabei, eine bestimmte Art von Ohrring zu vertreiben. Ich nenne ihn Empfänger. Die Studenten tragen die Ohrringe und hören, was ich ihnen zu sagen habe. Zum Beispiel brandheiße Neuigkeiten von der Uni. Oder die Lösungen zu Prüfungsfragen. Das auch. Ich bin nicht hier, um zu urteilen. Am Anfang lief es prima, aber irgendwann... Ich habe den Hals nicht vollgekriegt. Bald war ich nicht mehr in der Lage, mich mit so vielen Empfängern zu verbinden. Ich musste mir was einfallen lassen. Von den Scavengers habe ich da so eine Kreatur erworben. Sie funktioniert wie eine Art natürlicher Sender. Das hat auch gut funktioniert. Am Anfang. Was ist schiefgelaufen? Die Studenten haben Depressionen bekommen. Manche haben sogar Selbstmord begangen. Und alle Betroffenen waren Kunden von mir. Die Professoren haben angefangen, Fragen zu stellen. Kenneth hat rausgekriegt, dass dieses Wesen den Stoffwechsel im Gehirn verändert. Sie haben mich weggesperrt, bis das Problem gelöst wird. Aber da war Kenneth gar nicht mehr dabei und mir wollte keiner zuhören. Wir müssen es umbringen, bevor es noch schlimmer wird. Wo finde ich das Wesen? Das ist nicht so einfach. Ich habe es gut versteckt und Fallen eingebaut, damit die anderen es nicht finden. Ich brauche nur eine Ortsangabe. Ich zeig dir die Stelle auf der Karte. Kannst du immer noch Gedanken übermitteln, die anderen Studenten waren? Nein, es blockiert meine Gedankenübertragung. Ich habe es schon versucht. Sei auf der Hut, bis ich zurück bin. Und wenn du einen deiner Kunden siehst, dann... Ja, klar doch. Danke. Ja, dann haben wir also wieder einen Auftrag. Finde eine Kreatur, die die Gedanken der Menschen beeinflusst. Und damit willkommen zurück zu... Two Worlds 2. Wir kümmern uns jetzt aber um Timothys Buch. Da steht der olle Timothy. Frechheit. Maul. Und es ist nämlich da ganz oben. Obwohl ich hier oben schon mal alles geplündert hatte, muss ich dieses Buch übersehen haben. Was ist das hier unten irgendwo? Zugreifen. Was ist das? Ein Buch. Mal gucken. Kann man da irgendwas mal lesen oder so? Ist es das? Nee, das ist es nicht. Das hier ist es, glaube ich. Weiß ich nicht. Also irgendeins muss es ja sein. Egal, dann können wir jetzt zu Timothy und ihm das Buch überreichen. Timothy. Hier lang. Nein, falsch. Also, da kann nicht sein, dass sich jemand so oft verläuft. Ah ja. Da. Hey! Und? Was gefunden? Hat eine Weile gedauert, aber hier ist es. Oh, das ist abgefahren. Mein Buch. Hier, nimm. Du hast dir den Finderlohn wirklich verdient. Na bitte. 100 Hours. Ist das schon mal nicht so schlecht.
Nee, wir gehen andersrum. Und das hat seinen Grund. Ich werde euch gleich erklären, wieso. So, mal hier raus. David, mit dem müssen wir nicht jetzt reden. Hey Mann, ich habe dich gar nicht bemerkt. Als ob dir jemals was entginge, David. Doch, im Ernst. Ich stehe gerade voll in der Scheiße. Ich war gerade nicht richtig anwesend. Was ist passiert? Irgendjemand hat die Bibliothek aufgebrochen. Ein altes Buch ist verschwunden. Artis altertümliche Artefakte. Alle glauben, ich war's. Wenn ich das Buch nicht innerhalb von 20 Minuten herschaffe, schmeißen sie mich raus. Das haben sie mir gerade gesagt. Du könntest also keinen Abschluss machen. Wenn's nur das wäre. Meine ganzen Kontakte, alles, was ich mir aufgebaut habe. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe das verdammte Buch nicht mal. Deshalb habe ich auch keine Ahnung, wie ich es wieder auftreiben soll. Ich werde mich umsehen. Vielleicht finde ich das Buch für dich. Verdammt, du bist mein Lebensretter. Wenn du das blöde Buch findest, dann schulde ich dir was. Ganz ohne doppelten Boden. Ja, liebe Freunde, der Timothy hat uns reingelegt. Ha, und jetzt kommt das Kuriose, wie man unten sieht. Wir können es ja mal kurz zeigen. muss ich den kleinen Scheißer von Timothy auftreiben und mit ihm reden. Und es wird ja hier angezeigt, dass er wohl hier drin ist. Ist er aber nicht. Ja, und der Timothy, der ist nämlich, muss auf der Karte gucken, ob ich es finde, der muss irgendwo am Umbrella's Heaven sein. Müssen wir nur mal gucken, wo das war. Umbrella's Heaven. Wo war denn das? Ach, Leute. Also wir müssen erstmal hier raus. Oh. Es wird alles gut, das verspreche ich dir. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Warum sagst du mir nicht wenigstens, was los ist? Und wozu soll das gut sein? Ich mache mir langsam wirklich Sorgen um dich. Ich will nur mal eine Weile allein sein. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Hey, das passt jetzt gerade nicht so gut. Ich bin zufällig vorbeigekommen. Stimmt was nicht mit ihr? Nein, alles in Ordnung. Es geht ihr gleich wieder besser. Vielen Dank. Sie hat nicht zufällig einen Ohrring gekauft? Wieso? Ich habe ihr einen geschenkt. Ah, und wie lange geht es ihr schon so? Das musst du sie schon selbst fragen. Machen wir doch einfach mal. Obwohl, geht ja von unserer Zeit ab, aber egal. Ich will jetzt wirklich nicht reden. Mit niemandem. Aber ich kann dir helfen. Niemand kann das. Dein Freund hat dir einen Ohrring gekauft. Ja, es war ein Geburtstagsgeschenk. Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, aber der Ohrring ist der Grund für deinen Zustand. Ich möchte, dass du ihn ablegst. Aber ich... Vertrau mir. Versuch es mal für ein paar Minuten. Du wirst sehen, dass es dir besser geht. Versprochen. Na gut, aber wirklich nur für ein paar Minuten. Das ist alles, worum ich dich bitte. Wie fühlst du dich jetzt? Es geht mir tatsächlich schon viel besser. Kann ich jetzt meinen Ohrring wieder anziehen? Das ist keine gute Idee. Aber warum sollte ich mich nur wegen eines Ohrrings schlecht fühlen? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Na gut. Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber du hattest recht. Deshalb will ich dir jetzt einfach vertrauen. Hauptsache, ich fühle mich wieder besser. Ich will nie wieder so etwas erleben. Ich glaube, ich ruhe mich noch einen Moment aus und gehe dann nach Hause. Danke für deine Hilfe, geheimnisvoller Fremder. Sie kann tatsächlich wieder lachen. Ich habe keine Ahnung, wie du das hingekriegt hast, aber das ist mir eigentlich auch egal. Gern geschehen. So, also London wurde geholfen, aber wir sind immer noch auf der Suche nach diesem Buch. Also besser gesagt, Timothy. Wir müssen Umbrella Heaven. Wo ist Umbrella Heaven? Achso, ich muss hier lang.
Ja, wer an Akupunktur glaubt, weil ist ja so eine Art Akupunktur, wenn man einen Ohrring drin hat. Und vielleicht wurde da irgendwie nur die falsche Stelle, ich sag mal, gepinnt. Kann ja sein. Ist hier Umbrella helfen? Nee, aber neuen Ort gefunden, immerhin. Wo ist Umbrella helfen? Wartet hier irgendwo? Wie heißt denn der Laden hier? Sie waren wirklich wunderbar gearbeitet. Ja, müsste sein Umbrella helfen. Der müsste hier Timothy irgendwo rumhängen. Wo ist der? Timothy, du kleine Ratte. Tada! Hey, wie läuft's so? Oh, ich kann nicht klagen. Ich werde nur das Gefühl nicht los, dass mich irgendwer verarschen will. Echt jetzt, Mann? Stell dich nicht blöder, als du bist, Timmy Boy. Ich weiß alles über dich und das Buch. Und ich werde es zurückbringen. Du kannst es haben, Mann. Ich habe doch nur das Geld gebraucht. Hier ist es, gleich in meiner Tasche. Wenn du auch nur einen Finger rührst, hack ich ihn dir ab. Und jetzt raus mit der Wahrheit. Wo hast du es wirklich versteckt? Ich sag's dir ja, außerhalb der Stadt, hinter einem Steinhaufen. Der Kunde soll es dort abholen. Es tut mir leid, aber ich habe doch nur das Geld gebraucht. Für einen fertigen Zaubertrank. Für die Prüfung. Das hat seinen Preis. Die Kerle ziehen dich über den Tisch, Mann. Erspar mir deine Lebensgeschichte, du kleiner Scheißer. Ja, Timothy. Und wir müssen jetzt quasi das Buch finden. Schaffen das Buch wieder herbei. Ja, wo hinter einen Steinhaufen. Wo haben wir das? Warte mal, jetzt haben wir hier. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Kann ja nicht sein. Och Leute, jetzt geht die Suche wieder los. Mann. Müssen wir auf der Karte gucken. Ist hier irgendwo ein Buch? Was war das hier oben? Das leuchtet so, vielleicht ist es das. Mal ein Kärtchen. Nee, hier unten. Da ist es. Da ist es. Gut, dann gehen wir mal dahin. Vielleicht liegen wir dann noch in der Zeit. Ey, wo ist meine... Ach, da ist die Flagge. Da müssen wir irgendwie erstmal hier raus. Ich glaube, ich verlaufe mich gerade wieder. Alter Schwede. Da geht's nicht lang. Ich muss hier weg. Vielleicht hier lang? Bitte. Hä? Kannst du einem Mädchen in Not helfen? Nee. Was hast du? Wo ist das Problem? Bitte. Es wird dir keine großen Umstände machen. Brauchst du Geld? Eher eine mitfühlende Seele. Jemanden, der sich die Zeit nimmt, mit mir zu beten. Für meinen geliebten Balin. Das ist alles? Nur ein Gebet? So ist es. Ich suche jemanden, der mich zum Grab meines Liebsten begleitet und dort mit mir betet. Das ist wirklich alles. Ach, Freunde. Wisst ihr was? Wir beten mit ihr. Man ist ja barmherzig. Kein Problem. Ich werde mit dir beten. Die Götter mögen dir danken. Es ist nicht weit von hier. Nur ein kleiner Fußmarsch. Wie ist dein Liebster denn gestorben? Eine türkische Krankheit. Er ist von einem Tier gebissen worden, als er im Wald jagen war. Wir hatten kein Geld für Medikamente. Die Wunde hat sich entzündet. Er wurde immer schwächer, hatte seltsame Essgelüste. Und als ich ihm nicht länger beschaffen konnte, wonach er verlangte, ist er ganz schnell hinfällig geworden. Vor 2 Wochen dann kam ich nach Hause und er war tot. Ganz blass war er und steif. Tja, ja. Ich habe seine Leiche in die Wälder gebracht. Und dorthin gehe ich zum Beten. Ich werde niemals damit aufhören. Ach komm, lass uns einfach gehen. Schön, dann lass uns gehen. Neuen Ort gefunden, Marktplatz. Aber wir waren noch nicht auf dem Marktplatz. Wie war das mit dem Laufen, dass ich jetzt da laufen kann?
Was ist das? Ach ja, einmal die Tab-Taste drückt. Hyper. Ja, ich kann mir das einfach nicht angewöhnen mit dieser Tab-Taste drücken. Also bei mir ist ja die Tab-Taste, dass ich in Räumen zumindest vielleicht mal laufe und nicht immer rumrenne. Aber dann dauert es so lange, bis ich da durch bin. Aber ich rempel keinen an. Oh, Universitätsunterlagen. Da. Ja, woher weiß ich das mit dem Buch? Ganz einfach. Ich habe jetzt viermal oder so gespielt, diese Folge. Also das habe ich, diesen Teil habe ich jetzt noch nicht hier gemacht. Immer nach der Suche nach diesem Buch. Ich bin hin und her gerannt in dieser Universität und habe das Buch nicht gefunden, logischerweise. Oh, hier haben wir Sachen zum Aufsammeln. Also, lass uns kurz beten, ja? Du hast ihn gar nicht begraben? Ich habe nicht genug Kraft. Ich kann kein Grab ausheben. Und Geld für einen Totengräber habe ich auch nicht. Wie lange sollen wir beten? Nicht lange. Eine Minute oder so. Du musst auch nichts sagen. Deine Anwesenheit reicht vollkommen. Er sieht nicht gut aus. Du kannst dir nicht vorstellen, wie gesund und kräftig er einmal war. Vielleicht solltest du ihn doch lieber begraben. Das darf nicht geschehen. Die anderen wollten das auch nicht verstehen. Aber die Gebete würden nicht erhört, wenn ich ihn begrabe. Welche anderen? Die anderen Herren, die ich gebeten habe, mich hierher zu begleiten. Oh oh. Also gut, dann beten wir jetzt. Ja, und wie bete ich jetzt? Einfach nur stillstehen? Hm. Ich denke ja. Ja, wie gesagt, ach, das sollte das Gebet genügen. Okay. Jetzt kann ich mit ihr reden, oder? Bitte. Wir beide sollten jetzt beten. Okay, da war also noch nichts. Hm. Ja, da heißt es wohl warten. Und unsere Sache mit dem Buch, die Zeit verstreicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Ja, aber der hatte doch schon angezeigt, dass wir genug gebetet haben. Ha. Muss ich mal sehen, kann ich hier irgendwas... Lavendel. Siegwurz, Lavendel, Siegwurz. Bitte. Ach, wir beide sollten jetzt beten. Ey, Engelchen, wir haben die ganze Zeit gebetet. Vielleicht muss ich mir den Typen hier ansehen. Mal sehen. Nee. Oder muss ich jetzt schleichen oder irgendwas? Schleichmodus an. Ja, was macht man hier? Ha. Versteht ihr das? Ich verstehe es nicht. Wir müssen bestimmt warten, bis die aufsteht. Vielleicht finde ich ja was in der Beschreibung im Journal. Sag mal dem Buch, Schatten die Vergangenheit. New Ashes. Ja, wo ist das hier? Nee. Wieder Nekromanten, der Schirmherr, wo ist denn dieser Auftrag hier, dass ich mit ihr beten muss? Ich kapiere gerade nicht. Oh, warte du! Jetzt wollte ich gerade weg. Es hat wieder funktioniert. Ah, okay. Was zum... Meine Gebete sind erhört worden. Wenn du jetzt nur kurz stillhältst. Balin braucht nur ein wenig von deinem Blut. Seit er gebissen wurde, braucht er
Mehr als ich ihm beschaffen konnte. Hast du eine Macke? Halt dieses Ding von mir fern. Sei nicht so hässlich mit ihm. Ihr Männer stellt euch an wegen der geringsten Kleinigkeit. Die anderen waren ganz genauso. Du bescheuerte Gans. Balin, mein Liebster. Komm, ich hab dir ein Festmahl bereitet. Ich hab Gesellschaft. Bam, bam. So, Balin. Und am liebsten, weil ich den jetzt gekillt habe, müsste ich auch seine Frau fertig machen. Verdient hat's es. Verdammt. Ich hab jetzt die Sätze gebrochen und werde von den Wachen gesucht. Das heißt, wir bleiben hier, bis uns das rote Schwert gesagt hat, dass ich wieder in Ordnung bin. Na, das ist eine Frechheit. Da will man hier die Welt retten und dann sowas, ja? Aber jetzt irgendwas von ihm... Naja, 5 Auras. Pff, lächerlich. Ach Mist, wir müssen warten, bis das Schwert zu Ende ist. Ja, wie gesagt, also diese Sache mit dem Buch, ich hab das 4-mal oder so, hatte ich das angefangen und wusste nicht, dass der Timothy nicht mehr im Gebäude ist, sondern hier, da sitzt am, wie heißt der Ding, Blue Heaven oder so ähnlich, an diesen Regenschirmladen. Das hatte ich nicht gewusst. Da musste ich echt wieder mal nachsehen, wie geht's denn überhaupt weiter. Aber jetzt muss ich diesen Steinhaufen denn finden und ich hoffe, dass ich ihn finde. Und ich hoffe, dass wir noch in der Zeit liegen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Aber andersrum, mein Gott, dann haben wir mal einen Auftrag nicht geschafft. Ist egal. Davon geht die Welt nicht unter. Aber ärgerlich ist er trotzdem. Aber ich möchte jetzt nicht nochmal anfangen. Kann er nicht jetzt 5-mal, sagen wir mal, 20 Minuten spielen? Das ist ja unwahrscheinlich Zeit, die mir flöten geht. Ja. Und zumal ich die Teile schon teilweise bearbeiten wollte und dann doch wieder gelöscht habe. Kostet unwahrscheinlich Zeit, könnt ihr euch ja nicht vorstellen. So, wir werden nicht mehr gesucht. Das ist schon mal gut. Aber wir müssen jetzt... Ich glaube, der Weg ist richtig. Okay, eine Waffe nehmen. Hier muss irgendwo ein Steinhaufen sein. Komm her. Oh, Level up? Geil. Aha. Oh, das ist ja gerade ein Check gekriegt. Ich dachte, ich hänge hier irgendwo fest. So, Waffe weg. Steinhaufen. Ach, muss er hier... Oh, oh. Ah, okay. Ich glaube, Steinhaufen ist richtig. Wir haben die falsche Waffe. Nimm die 5. Ah, die Waffe ist richtig. Komm her, du Negris. Los, klick ihn tot. Ach, komm schon. Bleib ja. Oh, ich glaube, das ist das Buch. Ja, wir haben's. Geh zurück zu David. Schnell mal plündern. Da auch plündern. Okay. Nimm. Ach, komm schon. Leute, ich werde nervös. Schnell gucken, kann ich mich da hinbeamen? Oh, eine persönliche Plattform. Die Sache mit dem Buch, ja, ich kann mich da hinbeamen. Das war die 7. Persönliche Plattform. Da muss der David noch stehen. Waffe weg. Mit David reden. Hast du... Hier ist es. Bam. Heilige Scheiße. Hier, nimm das. Das hast du dir verdient. Und ich stehe in deiner Schuld. Das meine ich verdammt ernst. Juhu, wir haben es geschafft. Und jetzt gehen wir noch mal kurz da rein und reden unten mit den Professoren. Vielleicht haben die uns auch noch irgendwas zu sagen. Man weiß es ja nicht. Trampel. Mann, sei ruhig, Mädel. Oh. Oh, oh, oh.
So, hier waren ja noch welche drin, die hier quatscht hatten. Einfach gewesen sein. Wer denn sonst? Und ein Buch löst sich doch nicht einfach in Luft auf. Wir wissen alle nur zu gut, dass, wenn etwas faul ist, David seine Finger im Spiel hat. Er war es. Und? Glück gehabt? Noch nicht, aber es kann nicht mehr lange dauern. Das wäre eine große Hilfe. Ach so, deswegen kann ich den ansprechen. Das ist der Schatzmeister, der mit diesen fliegenden Blättern. Ja, liebe Freunde, wir haben dieses Rätsel des Buches also gelöst. Timothy wird sowas hoffentlich nie wieder machen. Immer ehrbar bleiben, liebe Leute. Damit kommt ihr sehr weit durchs Leben. Klingt zwar ein bisschen komisch, aber ist wirklich so. Zumindest ist es beruhigend für euer Gewissen. Tja, ich hoffe, in der nächsten Folge seid ihr wieder dabei. Und von daher, danke.